Wir kommen gleich darauf zurück. Scheint zu funktionieren. Wunderbar. Ich möchte Sie herzlich begrüßen. Heute kommen wir nun langsam zu dem Thema, worum es wirklich hier gehen soll. Und zwar, wie sieht es mit dem Leben nach dem Tode aus? Was können wir uns darunter vorstellen? Ich möchte gerne beginnen mit einer kleinen Geschichte. Frau Labunski, können wir die Kameras wieder zurückkriegen? Geht das? Wunderbar, super. Ich werde nachher gerne die Quellen wieder abrufen. Nur im Moment brauchen wir sie noch nicht. So, eine kleine Geschichte zwischen zwei Juden, die sich unterhalten, sagt der eine zum anderen, du Jankel, hast du gehört, unser guter Freund ist verstorben, gehst du zu seiner Beerdigung? Darauf antwortet der Jankel, nö, wieso, wird er etwa zu meiner Beerdigung kommen? Wir haben natürlich keine solche Möglichkeit, aber wenn wir über die Auferstehung der Toten sprechen, dann wäre ein solches Szenario tatsächlich denkbar. Wie sollen wir uns das vorstellen? Was bedeutet die Auferstehung der Toten? Warum ist das überhaupt ein Teil des Judentums? Da müssen wir zuerst mal übergreifen zu den Glaubensgrundlagen. Und wir kommen nun zu dem 13. und letzten der Glaubensgrundsätze, welche von Maimonides formuliert wurden. Und da heißt es folgendes. Anima min be munashlema, ich glaube mit vollem Vertrauen, shetie triat hametim, dass es die Auferstehung der Toten stattfinden wird. Zum dem Zeitpunkt, wenn der Wille vor dem Schöpfer gelobt sei, sein Name und sein Andenken sei für immer und ewig hochgehalten und erhoben, wenn zu dem Zeitpunkt, wenn es vor dem Schöpfer also richtig erscheint. Es ist also bei Rambam ein Glaubensgrundsatz, an die Auferstehung der Toten zu glauben. Das ist schon ein starkes Stück. Das bedeutet, wenn jemand nicht an die Auferstehung der Toten glaubt, genauso wie bei anderen Glaubensgrundsätzen, dann schließt er sich eigentlich aus dem jüdischen Glauben aus. Und dann trifft auch hinzu, was bei anderen Glaubensgrundsätzen auch zutrifft, wie wir schon ausgeführt haben. Zum Beispiel ein Mensch, der das ganz klar deklariert, den könnten wir nicht mehr zum Minyan zählen oder zur Torah aufrufen, weil er aus dem Rahmen der Glaubensgrundsätze des Judentums ausgestiegen ist. In diesem Punkt gibt es auch Zweifler, muss man hier nennen. Zum Beispiel Baal HaIkarim, der im 15. Jahrhundert Rabbi Yossi Albo geschrieben hat in Spanien. Und der greift Rambam an und sagt, es ist ganz richtig, dass man das Judentum auf Glaubensgrundsätze stellen kann und soll. Aber wie kommt Rambam dazu, aus dem Glauben an die Auferstehung der Toten einen Glaubensgrundsatz zu machen? Es ist richtig, dass wir daran glauben sollen, aber wer nicht daran glaubt, der ist noch nicht als Ketzer zu definieren deswegen. Und deswegen hat Rabbi Yossef Albo auch diesen Glaubensgrundsatz rausgenommen, als er seine Grundsätze, seine drei Hauptkategorien formuliert hat. Da kommen die Auferstehung der Toten nicht mehr vor. Jedoch, wir wissen, Rambam mit seinen Glaubensgrundsätzen hat sich durchgesetzt. Er ist die Autorität, wenn wir über die Grundlagen des jüdischen Glaubens sprechen. Und da müssen wir uns die Frage stellen, wie kommt es zu dem Glauben an die Auferstehung der Toten? Warum ist das so elementar und so zentral? Wie können wir uns das vorstellen, dass Tote wieder zum Leben auferstehen sollen? Wie funktioniert das? Beginnen wollen wir bei Quellen. Da haben wir mal Quellen direkt aus der Tora, die, wenn wir die Quellen dazu suchen, werden wir sie finden im letzten Kapitel von Sanhedrin, Perek Chelek, im 11. Kapitel. Dort führt der Talmud aus welchen Sätzen der Tora wir ableiten können, dass in Zukunft die Toten wieder auferstehen werden. Ein Satz ist uns wohl bekannt, wir zitieren ihn jeden Morgen zum Morgengebet und das stammt aus dem Loblied bei der Spaltung des Schilfmeeres. Die Shiratayam, dieses Loblied, welches wir jeden Morgen zitieren, beginnt mit den Worten Ad Yashir Yisrael et Hashira Hazo.
Dann wird Moshe dieses Lied singen. Stellt der Talmud fest, eigentlich völlig die falsche grammatikalische Form. Damals müsste in Nachhinein die Vergangenheit nach sich ziehen. Damals sang Moshe das Loblied. Wieso sagt die Tora aber Az Yashir Moshe? Damals oder dann wird Moshe dieses Lied singen. Sagt der Talmud, hier haben wir einen Hinweis darauf, dass in der Zukunft Moshe wieder auferstehen wird und er wird das Loblied singen. Nun werden Sie sich die Frage stellen, ganz schön dünn, wenn wir über einen Glaubensgrundsatz sprechen, über etwas so Elementares, gibt es dann keinen deutlicheren Hinweis in der Tora? Ganz zu Recht diese Frage. Es gibt noch andere Hinweise, einen weiteren kann ich nennen, den finden wir im vierten Buch der Tora, werden wir in einigen Wochen lesen, und zwar aus den Worten des Propheten Bilam. Bilam, als er das jüdische Volk fluchen möchte und es stattdessen segnet, da kommt ihm ungewollterweise über die Lippen folgende wunderbare Worte. Ich lese aus dem vierten Buch der Tora, 23. Kapitel, Satz 10. Mimana Afar Yaakov und Mispar Ebrova Israel, wer kann den Staub Jakob zählen und die Niederlassungen des Volkes Israels? Tamot Nafshi Mot Yesharim, möge meine Seele den Tod ihrer Geradlinigen, ihrer Rechtschaffenen sterben, Utehi Achariti Kamoru, und möge mein Ende gleich dem ihren sein. Wenn wir gut hingehört haben, stellen wir fest, dass Bilam sagt, möge ich so sterben wie sie und möge mein Ende so sein wie ihr. Eigentlich könnten wir darauf schließen, dass das eine Verdoppelung ist. Mein Tod und mein Ende. Aber es ist keine Verdoppelung. Hier sehen wir einen Hinweis darauf, dass es einen Tod gibt. Und nach dem Tod gibt es noch ein Ende, gibt es einen Acharit, einen Nachsatz, etwas, was danach kommt. Und hier haben wir einen Hinweis auf die Auferstehung der Toten. Auch da müssen wir feststellen, sehr explizit ist das aber nicht. Etwas expliziter wird es an einer anderen Stelle. Eine weitere Quelle, die wir für die Auferstehung der Toten haben, die ist nicht in der Tora, sondern im Propheten Jeskel. Und die haben wir in den Quellenblättern zu finden. Können wir das Quellenblatt öffnen? Wunderbar. Wir sprechen über eine Quelle aus dem Propheten Jeheskel, und zwar finden wir folgende Sätze. Kapitel 37 in Jeheskel beschreibt eine wunderbare Vision, die der Prophet hat. Und er spricht folgendes. Und das Wort Gottes kam über mich, und er führte mich hinaus im Geiste des Gottes und stellte mich auf ein weites Feld, das voller Totengebeine lag. Und er führte mich allenthalben dadurch. Und siehe, des Gebeins lag sehr viel auf dem Felde. Und siehe, sie waren sehr verdorrt. Sie waren trocken. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du auch, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr Gott, das weißt du wohl. Und er sprach zu mir, jetzt kann man es nicht lesen. Ja, wunderbar. Und er sprach zu mir, Weissage von diesen Gebeinen und sprich zu ihnen, ihr verdauten Gebeine, höret das Wort Gottes. So spricht der Herr Gott von diesen Gebeinen. Siehe, ich will einen Odem, einen Hauch in euch bringen, dass ihr lebendig werden sollt. Ich will euch Adern geben und Fleisch lassen über euch wachsen und euch mit Haut überziehen und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich Gott bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine kamen wieder zusammen,
ein jegliches zu seinem Gedeihen. Und ich sah und siehe, es wuchsen Adern und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage zum Winde, Weissage du Menschenkind, und sprich zum Wind, so spricht Herr Gott, Wind komme herzu aus den vier Winden und blase diesen Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte, da kam Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und richteten sich auf ihre Füße. Und ihrer war ein großes Heer. Hier haben wir etwas, was bekannt ist als Chazon Asamot Yeveshot, die Vision der trockenen Knochen, die Jezekiel, der Prophet, hatte. Der Prophet Jezekiel lebte vor ungefähr gut 2500 Jahren zur Zeit des babylonischen Exils. Und das passt auch ins Exil rein. Die einfache Bedeutung, die wir hier entnehmen können, die kommt gleich darauf aus dem weiteren. Was ist mit diesen trockenen Gebeinen gemeint, die plötzlich wieder auferstehen, die lebendig werden, die von den Toten zurückkehren, in die der Hauch des Lebens eingehaucht wird, um die sich wieder Fleisch und Blut bildet und Haut das Ganze überzieht? Das spricht hier Jezekiel in den weiteren Worten, Satz 11. Und er, Gott, sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Wir, jetzt sprechen sie. Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr Gott, siehe, ich will eure Gräber auftun und will euch, mein Volk, aus denselben herausholen und euch ins Land Israel bringen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber geöffnet und euch, mein Volk, aus denselben gebracht habe. Und ich will meinen Geist in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Und will euch in euer Land setzen und sollt erfahren, dass ich der Herr bin, ich rede es und tue es auch, spricht Gott. Wir haben ja also ein Gleichnis für das jüdische Volk und dieses Gleichnis, das wird auch angewandt, finden wir im Verb Kusari. Das Verb Kusari, darüber haben wir schon öfter gesprochen, von Rabbi Yehuda Levi. Rabbi Yehuda Levi beschreibt, wie der König der Kusaren, der Chasaren, auf der Suche ist nach der Wahrheit und nach der wahren Religion. Er hat eine Eingebung im Traum und in dieser Eingebung wird ihm gesagt, dass er gute Gedanken hat, gute Ideen, aber noch nicht auf dem richtigen Wege ist. Da macht sich also dieser König auf den Weg, auf die Suche und er bestellt zu sich einen griechischen Philosophen, einen Christen und einen Muslim. Das Judentum bestellt er nicht zu. Er beginnt das Gespräch mit den drei anderen Religionen und Philosophien und irgendwann beginnt er festzustellen, dass aus jeder Religion etwas ihn nicht ganz befriedigt, dass er nicht das findet, was er sucht. Und schließlich kommt er dazu, zum Judentum hinzugehen, einen jüdischen Weisen zu bestellen, um mit ihm die Sache zu erörtern. Und eine Frage, die er ihm stellt, warum habe ich nicht zuerst an das Judentum gedacht? Warum bin ich nicht direkt zu euch gegangen? Warum habe ich zuerst in der griechischen Philosophie, im Islam und im Christentum gesucht? Weil, schaut ihr mal das jüdische Volk an. Das ist doch nur noch totes Gebeine. Das ist vor 800 Jahren, hat es geblüht, es hat gelebt, es hat einen Tempel gegeben, es hat einen Staat gegeben, ein Königtum, es gab einen nationalen Stolz, es gab ein nationales Leben. Das Ganze hat eine Blütezeit gehabt. Aber heute, nach 800 Jahren der Diaspora, so spricht der König der Kusaren, der im 8. und 9. Jahrhundert gelebt hat, heute ist doch das jüdische Volk vom Zerfall begriffen. Es gleicht toten Gebeinen, einem toten Körper. Es ist zerstreut auf der ganzen Welt. Es ist ohne Bedeutung. Es ist kein Leben mehr. Der Kusari antwortet ihm und bringt ihm die Stelle von Jezekiel als Gleichnis und sagt, du irrst. Wir mögen vielleicht krank sein. Wir kränkeln an der Diaspora. Wir kränken an der Zerstörung des Tempels. Wir kränken an dem Exil.
Aber tot sind wir deswegen noch lange nicht. Die Hoffnung, von der Jeschkel hier spricht, die schon vergangen zu sein scheint und von der viele Völker auf das jüdische Volk geschaut haben, gesagt haben, welche Hoffnung denn? Ihr seid Vergangenheit, ihr seid nicht mehr, ihr habt keine Zukunft, ihr seid nicht mehr zukunftsträchtig. Das ist nicht die Wahrheit. Diese toten Gebeine sind in Wirklichkeit nicht tot, sie stehen wieder zum Leben auf. Aus der Krankheit kann man wieder gesund werden, man kann wieder ins Land zurückkehren, man kann sich wieder vereinen. Und diese Vision, die wurde in unseren Tagen auch schon teilweise erfüllt. Das jüdische Volk ist zu neuem Leben entstanden, buchstäblich aus der Asche, zurückgekehrt in das Land Israel und erwacht dort zu neuem Leben. Das Blut pulsiert in den Adern und jeder, der in Israel war, der weiß genau, dass dort das jüdische Leben nur so pulsiert und lebt und strotzt und danach lässt zu atmen und die neue Luft in sich aufzunehmen. Davon spricht der Prophet Jeschkel, aber nicht nur davon, nicht nur von dem nationalen Erwachen, von der nationalen Wiederauferstehung aus der toten Welt, sondern auch von der Auferstehung der Toten, wie wir sie in der Zukunft erwarten. Es ist also eine weitere Quelle, die hier gegeben wird, die für die Auferstehung der Toten steht. Und nicht zuletzt, deswegen lesen wir sie auch ausgerechnet an Pesach, an Cholamoed Pesach, zu Shabbat als Haftarah und befassen uns mit dieser großartigen Vision zu Beginn des Weges der jüdischen Nation. Bevor wir uns der Frage zuwenden, was es alles auf sich hat, welche Bewandtnis und wie die Auferstehung der Toten funktioniert, wir können im Moment wieder von den Quellen abrücken. Davor möchte ich gerne mit Ihnen die Frage teilen, warum eigentlich, da gibt es auch Fragen, sehe ich gerade, werden wir uns gleich dazu widmen, aber davor, warum ist die Auferstehung der Toten denn nur angedeutet? Warum kommt sie nicht explizit hervor, wenn sie doch ein Glaubensgrundsatz im Judentum ist? Eine Antwort darauf können wir geben, unser Augenmerk soll nicht auf der Auferstehung der Toten verweilen. Warum nicht? Das werden wir auch gleich sehen. Die Frage, die hier gestellt wird und die Sie auch lesen können, wenn die Auferstehung der Toten, wenn wir über die sprechen, die findet doch nur in Israel statt, aber in den Propheten heißt es, dass diese Gebeine das jüdische Volk wieder ins Land Israel gebracht wird. Hier müssen wir die beiden Parallelen betrachten. Eine sehr richtige Frage. Wenn wir über die nationale Wiederauferstehung sprechen, dass das jüdische Volk zu neuem Leben erwacht, dann ist die Versammlung aus allen Ecken der Welt nach Israel gemeint und auch im übertragenen Sinne nicht, dass die Toten nach Israel wandern, sondern die lebendigen Juden sammeln sich wieder in Israel und vereinen sich zu einem lebendigen Körper, zu einem nationalen Körper, der wieder ganz andere Luft schnuppert. Rav Kook hat das geschrieben, dass die volle Fülle des jüdischen Lebens erst in Israel stattfinden kann, wo wir auch in allen Adern des Lebens das Judentum leben können. Nicht nur zu Hause in unseren vier Wänden, nicht nur in der Synagoge, sondern auch auf der Straße begegnen wir dem jüdischen Gesetz, dem jüdischen Recht. Wenn wir an die Feldarbeit denken, wenn wir an die Abgaben bei den Früchten denken, wenn wir an den Umgang mit den Fragen eines Staates denken, an die Verteidigung, an so viele Dinge, an ein Rechtssystem, die mit dem jüdischen Gesetz zusammenhängen, erst da wird die volle Fülle des Torah-Lebens wieder wahrgenommen und das betrifft die Wiederauferstehung des nationalen Körpers, wofür notwendig ist, dass sich die Juden auf der ganzen Welt in Israel wieder sammeln. Wenn wir aber über die individuelle Auferstehung der Toten sprechen, sprich, dass die toten Gebeine tatsächlich wieder zum Leben erwachen, dann sprechen wir darüber, dass dies in Israel stattfindet, dass dazu die Verbindung mit dem heiligen, geheiligten Land Israel auch notwendig ist. Das sind also zwei Parallelen, zwei verschiedene Kapitel, die im Propheten Jeschkel angesprochen sind.
Bevor wir uns weiter mit dem Wesen der Auferstehung der Toten befassen, wollen wir uns zuerst dem zuwenden, wie das überhaupt sich vorzustellen ist. Wie funktioniert das? Wie können wir verstehen, dass Tote zum Leben auferstehen? Ist das etwas, was wir nachvollziehen können, was wir beobachten können? Grundsätzlich müssen wir sagen, nein, können wir nicht. Denn wir kennen es nicht, wir sehen es nicht. Wir sehen vielleicht Gleichnis davon, wir sehen, wie ein neues Leben entsteht, aber nicht, wie etwas Totes wieder zum selben Leben aufsteht, wo es schon mal war und existiert hat. Es ist also ein Wunder. Es ist ein übernatürlicher Vorgang, der in der Zukunft zu erwarten ist und vor sich geht. Das schreibt Ramban ganz ausdrücklich, dass es nicht der Natur entspricht, kein Naturgesetz gibt, welches die Auferstehung der Toten bewirken wird, sondern es wird ein göttlicher Eingriff in die Naturgesetze sein, welcher dazu führt, dass dieses Wunder, diese leblosen Körper wieder zu Leben erweckt werden, dass sich die Seele mit dem Körper wieder verbinden. Wann wird das stattfinden? Das haben wir letzte Woche schon angesprochen, laut Rambam, laut Maimonides, zu einem Zeitpunkt nach den Zeiten von Maschia. Wir erwarten also zuerst mal die Ankunft des Maschia. Wir erwarten die allgemeine Erlösung für die Menschheit im Rahmen der Naturgesetze. Und irgendwann später, unabhängig von diesem Zeitpunkt, also nicht direkt darauf folgend, wird, wenn der Zeitpunkt dazu gekommen ist, die Auferstehung der Toten auch stattfinden. Mit der Auferstehung der Toten werden sich Kreisläufe wieder schließen. Und zwar der eine Kreislauf, das ist ein persönlicher, für den Menschen, der aufsteht, sein Leben, welches er vielleicht noch nicht vollendet hat, wo er vielleicht nochmal eine Funktion zu erfüllen hat oder wo er wieder zum Leben erwacht, für ihn wird der Kreislauf geschlossen, dass ihm ein Leben in dieser künftigen Welt zuteil werden wird, ein Leben in einer etwas anderen Form. Es gibt aber auch die globale Bedeutung, denn nicht nur für das Individuum und nicht nur für das Volk Israel wird die Auferstehung der Toten eine enorme Bedeutung haben. Es gibt übrigens manche, die großen Respekt und Furcht vor der Auferstehung der Toten haben, denn man stelle sich mal vor, dass die ganze Mishpoche, die ganze Familie plötzlich an die Haustür klopft, wo auch leben wollen. Wie wird das aussehen? Aber für die ganze Welt hat die Auferstehung der Toten eine große Bedeutung. Denn erstens, nicht nur Juden ist es bestimmt, wieder zum Leben aufzustehen, sondern auch so Rambam, Chassidei Umota Olam, auch den Gerechten der Völker, also diejenigen, die sich an diesen jüdischen Geboten halten, diejenigen, die ein rechtschaffenes und ehrliches Leben geführt haben, in gutem Gottesvertrauen. Auch die werden von den Toten wieder auferstehen. Es gibt auch dahingehend eine globale Bedeutung, dass zu dieser Zeit ein Fortsatz stattfindet von der Erkenntnis Gottes auf der Welt. Wir haben letzte Woche schon geschildert, dass Maschiach eine ganz andere Form der Erkenntnis Gottes mit sich bringen wird. Natürlich wird diese noch auf ein anderes Niveau erhoben, wenn alle Menschen Zeugen sein werden von einem so großartigen Wunder. Die Frage wurde gestellt, ob man sich fest in Israel werden lässt. Das ist tatsächlich ein Brauch, den viele sehr ernst nehmen und deswegen auch oft sich überführen lassen nach dem Ableben bis 29 und sich in Israel beerdigen lassen wollen, auch solche Juden, die zeitlebens außerhalb Israels gelebt haben, aus dem Gedanken heraus und aus dem Glauben heraus, dass in Israel die Auferstehung der Toten stattfinden wird und deswegen auch die Beerdigung dort von Vorteil ist. Wie können wir uns die Welt vorstellen nach der Auferstehung der Toten? Dazu gibt es ganz verschiedene Ansichten. Zuerst mal, wenn wir Rambam weiter folgen wollen, dann wird etwas sehr Skurriles stattfinden. Laut Rambam werden nämlich die Naturgesetze nicht aufhören zu existieren. Rambam ist der klaren Auffassung,
dass auch nach der Auferstehung der Toten diese Welt weiterhin eine Welt der Naturgesetze sein wird. Mit den physischen Gesetzen, wie wir sie heute auch kennen. Das impliziert, dass auch die zum Leben wieder erwachten, wieder sterben werden. Denn das ist Teil unseres Lebens. So Rambam. Und Rambam verfolgt dabei seine Logik, dass es nicht möglich ist, Materie, wie wir sie kennen, anderen Gesetzen zu unterstellen. Der Materie wohnen die Naturgesetze inne und das bedeutet, dass Materie auch dynamisch funktioniert und vom Zerfall begriffen ist. Es ist nicht möglich, ein ewiges Leben zu leben in Form eines Körpers. Und deswegen sagt Rambam, die ultimative künftige Welt, die gehört allein den Seelen. Und über diese Welt werden wir uns im Laufe des Kurses noch weiter unterhalten. In materieller Form kann der Mensch nicht ewig existieren, sondern auch nach der Auferstehung der Toten wird es wieder den Tod geben und der Kreislauf des Lebens und die Naturgesetze werden weiterhin funktionieren. Es gibt ja doch die Gegenmeinung, die vor allem von Ramban, Nachmanides und den Kabbalisten vertreten wird. Und dieser Meinung zufolge wird die Auferstehung der Toten auch das ewige Leben mit sich bringen. Eine ewige Daseinsform in körperlich-seelischer Verbindung, in der sich auch die Naturgesetze vollkommen ändern werden, denn sonst wäre das ja nicht möglich. Die Art und Weise, wie man sich ernährt, die Art und Weise, wie man lebt, sind anders, als wir, wie wir sie heute kennen. Sie entziehen sich unserer Erkenntnis. Es ist aber laut Ramban, Nachmanides, eine körperliche Form, welche ewigen Genuss in der Zukunft dem Menschen vorsieht. Laut Maimonides aber, wie gesagt, ist das nicht der Fall. Und nun möchte ich zuerst einmal eine kleine Pause machen, um Ihnen die Möglichkeit geben, auch Fragen zu geben. Aber gleichzeitig möchte ich die Pause nutzen, um die nächste Quelle anzuschauen. Und wenn ich darum bitten darf, die nächste Quelle aufzumachen, da werden wir nämlich eine interessante Mishnah entdecken. Und mit dieser Mishnah verbunden auch eine ganz grundsätzliche Frage, warum ist die Auferstehung der Toten von so großer Bedeutung für unseren Glauben, dass wir ohne den Glauben daran noch nicht vollständig glauben, dass wir noch nicht in der Glaubenswelt des Judentums uns befinden. Warum ist das so elementar wichtig? Es gibt sehr viele Teile des jüdischen Glaubens, aber nur wenige Elemente, nur 13 laut Rambam, haben es in diese Plattform, in diese Basis des Judentums geschafft. Warum gehört die Auferstehung der Toten dazu? Und ich darf bitten, wenn wir die Quellen uns anschauen können, dann sehen wir Sprüche der Väter. Wunderbar, hier haben wir es vor uns. In den Sprüchen der Väter finden wir eine Mishnah im ersten Kapitel und die sagt folgendes. Antigonus aus Socho war ein Schüler von Shimon dem Gerechten. Er sagte, seid nicht wie Knechte, die dem Herrn nur in der Hoffnung auf Belohnung dienen, seid vielmehr wie die Knechte, die dem Herrn dienen, ohne an die Belohnung zu denken, nur die Ehrfurcht vor dem Himmel sei über euch. Ich möchte gerne die nächsten 2-3 Minuten dem Gedanken widmen, was uns Antigonus genau ans Herz legen möchte und welche Gefahr in seinen Worten drinstecken. Und damit werden wir auch der Frage auf den Grund kommen, warum die Auferstehung der Toten von so elementarer Bedeutung für unsere Glaubenswelt ist. Gleichzeitig, wenn Sie andere Fragen haben zu dem bisher Erläuterten, freue ich mich, wenn Sie sie auch an dieser Stelle stellen. Sie können sie gerne in den Chat einschreiben.
Es sind schon Wortmeldungen angekommen. Haben vielleicht noch andere Vermutungen, was so elementar wichtig ist an den Worten von Antigonos und welche Gefahr darin steckt? Gut, ich schlage vor, dass wir weitermachen und uns mit dieser Mishnah noch einmal eingehend befassen. Hier wurde schon der Verdacht geäußert, dass die Karaiten daraus entstanden sind. Wie es mit diesem Verdacht aussieht, werden wir gleich sehen. Zuerst einmal, was sagt Antigonos Ischoko, der Mann aus Ischoko denn genau? Er sagt, seid nicht wie Diener, ihrem Herrn dienen, um einen Lohn zu empfangen. Seid wie Diener, die dem Herrn dienen, nicht um des Lohnes willen. Das sagt für uns als Gleichnis, welches auch als Gleichnis dargestellt ist, wenn wir Gott dienen wollen, dann sollen wir das nicht tun um eines Lohnes willen. Wir sollen nicht daran denken, welcher Lohn uns dafür zusteht. Wir sollen nicht daran denken, wie gut das für uns sein wird, wenn uns dann der Lohn erreichen wird, sondern wir sollen es tun, ohne an den Lohn zu denken. Eine sehr edle Form des Dienstes. Wie Rambam es ausdrückt in Ilchot Tshuvah und Ilchot Deot, dass man die Wahrheit tun soll, um der Wahrheit willen, und das Gute wird sich am Ende einstellen. Das heißt, der Fokus im Judentum liegt nicht darauf, daran zu denken, was ist der Lohn für etwas, was werde ich erhalten, sondern die Tat selber hat einen Selbstzweck und einen Selbstwert, der über dieser Überlegung steht. Das ist, was Antigonos Ischoko uns mitteilen will. Nun gibt es darin eine ganz große Gefahr. Oh, wunderbar, da haben wir die Mishnah vor uns. Sehr schön. Die Gefahr, die wir hier sehen, ursprünglich waren die Worte von Antigonos zu Ende an der Stelle vor dem Zusatz. Und zwar ohne an die Belohnung zu denken. Und das war das Ende der Worte von Antigonos. Antigonos hatte, wie hier tatsächlich von jemandem angemerkt wurde, er hatte Schüler, und zwar zwei bekannte Schüler, die traurige Bekanntheit erreichten, Zadok und Baitos hießen sie. Die beiden Schüler hörten diese Worte ihres Lehrers und sagten sich, wir sollen Gott dienen, ohne Lohn dafür zu erwarten. Das ist die Maxime unseres Lehrers. Das impliziert doch, dass es keinen Lohn zu erwarten gibt. Wenn es keinen Lohn zu erwarten gibt, dann bedeutet es, dass es keinen solchen Lohn gibt. Und wenn es keinen solchen Lohn gibt, dann bedeutet es, dass unsere gesamte Verantwortung und unsere Taten sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Eine künftige Welt gibt es nicht. Das war die Schlussfolgerung, die die beiden Schüler hatten. Und wir haben sie aktiv mit reingenommen in ihre Weltanschauungen, und sind damit auf große Irrwege gelandet. Aus ihnen entstanden zwei Sekten, Baitos, die Baitos sind, und aus Zadok wurden sie Zedokim. Zedokim ist ein Begriff, den wir im Talmud immer wieder antreffen, der uns aber auch aus anderen Quellen sehr bekannt ist, denn übersetzen würden wir diesen Begriff als die Sadduzäer. Die Sadduzäer, die Zedokim, waren also der Auffassung, dass es keine künftige Welt gibt.
Das war eine ganz gefährliche Auffassung, die sich so langsam ins Judentum eingeschlichen hat, und zwar genau zu der Zeit, als gerade der Hellenismus aktuell war. Und die Sadduzäer, die Zedukim, haben den Hellenismus übernommen und haben daraus eine Mischform des Judentums gemacht und gesagt, einerseits glauben wir an die schriftliche Tora, an die schriftliche Lehre, andererseits an die mündliche Lehre können wir nicht glauben. Und einerseits glauben wir, dass wir die Gebote befolgen sollen, andererseits glauben wir, dass es kein künftiges Leben gibt, keine Existenz, die über unsere Welt hinausgeht. Und demzufolge haben wir auch keine künftige Verantwortung zu tragen für unsere Taten in dieser Welt. Sie haben also diesen Glaubensgrundsatz und auch damit verbunden den 11. Glaubensgrundsatz von Lohn und Gerechtigkeit in einer künftigen Welt geleugnet. Diese Sekten wurden, besonders die Zedukim, die Sadduzäer, zu einer einflussreichen und zerstörerischen Gruppierung innerhalb des jüdischen Volkes. Sie bestimmten die Aristokratie, sie beeinflussten die Könige, das Priestertum und führten zu einer tiefen Spaltung des jüdischen Volkes in der Vorzeit und am Vorabend der Zerstörung des Tempels, des Beit HaMikdash. Man kann sagen, dass sie einen wesentlichen Anteil daran getragen haben, dass der Tempel zerstört wurde. Und einer ihrer irrigen Thesen war, aus den Worten von Antigonos, ihrem Lehrer, dass es keine künftige Belohnung gibt, denn weswegen sollte man Gott dienen ohne eine künftige Belohnung? Und daraufhin wurde den Worten Antigonos zugefügt, die letzten Worte, nur die Ehrfurcht vor dem Himmel sei über euch. Das soll uns nicht lösen von der Verantwortung vor dem Himmel, vor dem, was über die Erde hinausgeht, vor dem, was über das irdische Dasein hinausgeht. Denn natürlich sollen wir nicht darin irren, dass es eine künftige Existenz gibt, dass es eine Auferstehung der Toten gibt und ein Leben nach dem Tod. Das ist ein so wichtiger Bestandteil des Judentums, welcher so gefährlich ist, wenn man ihn leugnet, dass Rambam es richtig gesehen hat, ihn in die Glaubensgrundsätze aufzunehmen. Die Frage, die wir uns hier noch stellen können, Auferstehung der Toten, wie ist das denn möglich? Wie kann man sich das vorstellen? Ein Wunder. Aber das wird auch immer wieder gestellt. Der Körper zerfällt ja. Er bleibt nicht in dieser Form. Er bleibt nicht Fleisch und Blut. Fleisch und Blut zerfallen in kürzerer Zeit. Auch die Knochen werden brüchig und zerfallen. Und was ist mit Menschen, die Gott behüte, verbrannt werden? Oder andersweitig aufhören, körperlich zu existieren. Werden die auch wieder auferstehen? Wie kann das sein? In Wirklichkeit ist die Antwort darauf relativ einfach. Und mit Worten, die ich in einem Schluch von Rabbiner Erlanger mal gehört habe, kann man sehr einfach sagen, dass nichts, das haben wir schon längst hinter uns. Bedeutet, jeder Mensch, der existiert, jeder Mensch, der auf dieser Welt lebt, er hat eine viel bedeutendere Wandlung hinter sich, nämlich das Entstehen aus dem Nichts. Er wurde aus gar nichts zu einem Menschen, entwickelte sich aus Dingen, die vorher nicht darauf schließen ließen, dass er mal ein Mensch werden würde. Das Nichts, das haben wir schon längst hinter uns. Die Nicht-Existenz, die haben wir schon längst hinter uns. Was vor uns liegt, was die Auferstehung der Toten ausmacht, ist, dass aus etwas, das schon mal vorhanden war, wieder dieses Etwas entstehen zu lassen. Heute können wir uns das sehr einfach vorstellen. Spätestens seit dem Film Jurassic Park können wir verstehen, dass aus DNA und aus verschiedenen Analysen des Körpers wieder ein Körper hergestellt werden kann. Vielleicht ist der Mensch schon teilweise dazu imstande. Aber dass es für Gott eine Möglichkeit gibt, das zu tun, ist doch gar keine Frage. Er hat den Menschen aus einem Tropfen erschaffen. Wieso sollte er aus einem bestehenden Körper nicht in der Zukunft wieder diesen Körper erstehen lassen können? Einfach sich das vorzustellen. Und wenn wir an den ersten der Glaubensgrundsätze denken, den wir vor langer Zeit mal auch gelernt haben, dann wissen wir, Gott hat die ganze Welt erschaffen, dann wird das auch imstande sein dazu, den Menschen aus dem Körper wieder erstehen zu lassen, den er einmal hatte, in dem er einmal drin war. Wie lange der Mensch leben wird, war eine Frage, die hier gestellt wurde.
Das schreibt Rambam nicht ausdrücklich. Das ist eine interessante Frage. Wir wissen, dass der Mensch verschiedene Lebensabschnitte gelebt hat. In früheren Zeiten wurde er viel älter, bis ihm seine Lebensjahre beschränkt wurden auf 120. Ob nach der Auferstehung der Toten der Mensch wieder zu den 120 zurückkehren wird oder wieder die längeren Zeiten leben wird, das können wir Rambam nicht eindeutig entnehmen. Auch viele andere Dinge nennt Rambam nicht ausdrücklich, denn er sagt, die Dinge sind uns unbekannt und wir werden sie erst erfahren, wenn sie wirklich eintreffen werden. Laut Ramchal, Rav Moshe Chaim Luzzatto in Derech Hashem, er folgt der Linie von Ramban Nachmanides als guter Kabbalist und ist der Auffassung, dass diese Existenz für ewig bestehen wird. Und er sagt noch mehr, der Mensch wird zurückkehren zu seinem paradiesischen Zustand im Garten Eden, in dem ihm eigentlich das ewige Leben schon bestimmt gewesen ist. Wir kommen also damit zum Ende der 13 Glaubensgrundsätze. Und dazu möchte ich gerne, falls ich das kann, noch etwas kurz mit Ihnen teilen. Dazu brauche ich die Tafel. Ich kann nicht schreiben, aber es ist nicht so schlimm. Ich kann es auch ohne zu schreiben machen. Doch jetzt müsste es gehen. Wunderbar. Rambam mag die Zahl 13 sehr gerne. Die Zahl 13, die findet sich an manchen Stellen von Rambam, zum Beispiel sein halakhisches Hauptwerk, 14 Bücher, das ist eine Zahl über der 13, weil er damit die 13 auch impliziert hat. An manchen Stellen nimmt er die 13 und hier hat er die 13 Glaubensgrundsätze genommen. Im Hebräischen haben wir ein Wort für die Zahl 1 und dieses Wort ist, kann man es erkennen? Ich glaube nicht. Ich versuche es nochmal. Okay, so. Von oben nach unten gelesen, das Wort Echad. Echad steht für eins im Judentum. Wir kennen es, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Das Wort Echad besteht auch aus Zahlenwert, denn jedem Buchstaben im Judentum wird ein Zahlenwert zugeordnet. Und das Wort Echad hat folgenden Zahlenwert. Für das Aleph steht die 1, denn das ist der erste Buchstaben des hebräischen Alphabets. Für das Zet steht die 8, denn es ist der achte Buchstaben des hebräischen Alphabets. Und für das Dalet steht die 4, denn es ist der vierte Buchstaben des Alphabets. Wenn wir diese Zahlen zusammenrechnen, 1 plus 8 plus 4 sind 13. Denn 13 sind in Wirklichkeit nicht 13 eigenständigen Einheiten, sondern sie sind Teil eines Ganzen, eines Paketes, etwas, was zusammengehört, was wieder zusammenführt. Die Einheit Gottes, die in diesen 13 Glaubensgrundsätzen zum Ausdruck kommt. Übrigens steckt auch im Wort Ahava, Liebe, derselbe Zahlenwert im Judentum. Ich möchte gerne, da wir nun die 13 Glaubenskonzepte abgeschlossen haben, nochmal zu den Auferstehungen der Toten zurückkommen und dieses Kapitel abschließen. Zuerst einmal wurde die Frage gestellt, ist mit der Belohnung die Auferstehung gemeint? Wenn ja, wo kommt das so noch vor? Ja, die Auferstehung der Toten ist eine Art der Belohnung, jedoch nicht die einzige Art der Belohnung. Und wir werden, wenn wir uns mit dem Leben nach dem Tod befassen, noch sehr eingehend dieser Frage widmen, wie der Lohn, der künftige Lohn für den Menschen aussieht und für dessen Taten in der Welt. Wir werden das noch sehr ausführlich behandeln. Mit der Auferstehung der Toten kommt aber noch eine andere Vision zur Geltung, und zwar diejenige, die im Propheten Jeschajahu beschrieben wird. Im 30. Kapitel, Satz 26,
heißt es, und es wird das Licht des Mondes wie das Licht der Sonne sein. Und das Licht der Sonne glänzt siebenfach gleich dem Lichte von sieben Tagen. Wie Rambam es beschreibt, sind viele dieser Ausdrücke metaphorisch zu verstehen, so wie wir über die Tage von Maschiach sprechen, dass das Lämmlein mit den Wölfen zusammenruhen wird. Das bedeutet nicht, dass die Naturgesetze aufhören zu existieren, sondern es bedeutet, dass die feindselig eingestellten Völker rund um das jüdische Volk, das im Lämmlein verglichen wird, wieder in Harmonie zusammenruhen werden. So auch hier ist eine Metaphorik vorhanden, und zwar das Licht des Mondes, die Dunkelheit, die in der Nacht herrscht, die Dunkelheit, die uns oft umgibt, die Dinge nicht klar erkennen lässt, bei der wir nicht erkennen können, was Sache ist und was Wahrheit ist, die Konturen verschwimmen und wir der Wahrheit nicht immer ins Auge blicken können, diese Dunkelheit, die wird verschwinden. Das Licht des Mondes wird wie das Licht der Sonne sein, und das Licht der Sonne wird wie das Licht der sieben Tage sein, das Licht, das am ersten Tag erschaffen wurde, das Licht Gottes, das die Welt durchflutete, welches alles eintauchen ließ in die Erkenntnis Gottes und für eine ganz andere Erkenntnis und Existenz hinstellte. Mögen diese Tage uns bald erreichen, dass wir das Licht der Erkenntnis auf der Welt entdecken, dass keine Verblendung mehr vorhanden sein soll und keine Dunkelheit, sondern dass die Realität mit der Offenbarung Gottes einhergehen und die Harmonie in dieser Welt Einzug halten wird. In dem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Hoffe, dass das Thema der Auferstehung der Toten möglichst klar geworden ist. Und nächste Woche treffen wir uns, so Gott will, wieder am Montag um 8 Uhr zur üblichen Zeit. Es ist ein Tag pro Shavuot. Wir werden uns mit Torah lernen auf das Shavuot-Fest einstimmen können und werden noch tiefer eintauchen in die Frage nach dem Leben, nach dem Tod und welche Implikationen das für uns noch so mit sich bringt. Ich hoffe, wir treffen uns nächste Woche wieder und wünsche Ihnen eine gute Woche. Shavua Tov. Vielen Dank, Rabbiner Engelmeier. Ich wünsche auch im Namen des ganzen Lilmot-Teams allen eine gute Woche. Morgen ist der Yom Yerushalayim hier in Jerusalem. Jerusalem, sozusagen wortwörtlich auferstanden, feiert diesen wunderschönen Tag mit Singen und Tanzen, sehr, sehr fröhlich. Und ich denke, das Thema Leben nach dem Tod scheint hier gar nicht mehr so furchterregend zu sein, wie es in den Horrorfilmen immer vorkommt. Das ist sehr, sehr spannend. Ihr könnt es kaum erwarten, Sie nächste Woche wiederzusehen, Rabbiner Engelmeier. Vielen Dank an alle Teilnehmer und alles Gute. Bis bald. Natürlich können Sie die Texte, übrigens noch eine kleine Anmerkung, die Texte können Sie gleich auf der Lilmot-Seite kopieren, und Sie werden da auch den Kurs, der hier aufgenommen wurde, den können Sie auch sehen, falls Sie noch mal irgendetwas anschauen können. Es ist ja doch ein sehr komplexes und spannendes Thema. Manchmal möchte man sich die ganzen Dinge auch ein zweites Mal nochmal ansehen und auf sich einwirken lassen. Also, Shavuot Tov und alles Gute. Bis bald.